Weißt du, was noch das Positive daran ist? Dass wenn ich Werbung schalte von selbst, neue Zuschauer, die ins Stream kommen, keine Werbung mehr haben. Ist smart, oder? Was ist nur Tocker? Taichi, dein Ernst? Das kann nur von reichen Leuten kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, das kann nur von reichen Leuten kommen. Was ist nur Tocker? Kann nur von reichen Leuten kommen. Ey, Koshi, dankeschön für 3 Morde. Chat, lass mal viel Liebe dafür, Koshi. Dankeschön für 3 Morde Support. Magst du mal reden, nicht beim Essen? Ich rede doch, ich esse gar nicht. Verlierst, bist du erledigt. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Probier mal Nutoka, Baby. Und dann sagst du auch, Matze, du hast recht gehabt. Nutoka ist geiler. Trust me. Wenn du in meinem Laden bist und einkaufen gehst, hol dir mal Nutoka anstatt Nutella. Wenn ich Unrecht habe, dann habe ich Unrecht. Weisheit des Tages. Woher kriege ich das ganz normal beim Einkaufen? Das ist eigentlich. Das steht immer bei Nutella auch. Moin, Fischname. Moin, Klausi, grüß dich. Komm aus Luxemburg. Boah, Luxemburg. Wer lebt eigentlich freiwillig in Luxemburg? Das ist jetzt aber eine Frage, die ich jetzt einfach mal stellen müsste. Wer lebt jetzt einfach mal freiwillig in Luxemburg? Du kannst in Luxemburg, weil Luxemburg einfach Nuttenland ist, Nuttenstadt ist, Stadtstaat, nicht mal Kanalwetten machen, also Kanalwetten auf Twitch. Was ist damit? Wer lebt in einem Land, wo kein Internet ist? Wer lebt in einem Land, wo kein Internet ist? Bro, probier mal Apex Rankbox, ich auch nochmal. Ja. Nee, lass mal lieber. Deutschland, nicht mal Netz und S-Bahn. Also ich weiß nicht, welche S-Bahn du gefahren bist, aber ich habe bis jetzt immer Internet gehabt in meinen Zugfahrten. Das mit Kanalwetten kannst du einfach umgehen mit VPN. Ja, aber was ist denn das? Dass du mit Kanalwetten VPN da machen musst für Kanalwetten, Digga. Scheiß mal auf Malte, ab nach Luxemburg. Schnapp sich das jemand. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Niedrige Steuern, trotzdem reiches Land. Deutschland sagt, braucht bis zu 50%. 17% Steuern in Luxemburg. Krass. Digga, gib mir mal ein Bounty. Mann. 17. Wie viel Prozent an Malta? Malta hat 5. Ja, okay. Das ist Luxemburg hat weniger als Malta. Kurz geparkt. Also ich frage jetzt den Freund, welches Land auf dieser Welt hat die wenigsten Steuern? Dubai, oder? Als Laie würde ich jetzt Dubai sagen, oder? Schweiz? Nein. Schweiz hat die wenigsten Steuern auf der Welt? Moin, Airprice, grüß dich. Ich hätte Dubai gesagt. Belgien hat die höchste, wie viel Prozent zahlen die Belgier als Steuern? Chile mit 7%. Wo ist Chile? Was war Chile nochmal? Boah, warte mal.
Südamerika. Ah, stimmt, ja. Okay. Ab nach Chile, nee, Spaß. Nö, das lohnt sich ja gar nicht. Chile ist ja hässlich. Cayman Islands, 0%. Da gibt es wahrscheinlich aber auch gar kein Essen und kein Trinken und keinen Strom und kein Wasser und kein Internet. Kopfgeldziel markiert. Mach sie fertig. Diese Farben gehen mir so am Sack, ne? Egal, ich komme aus Gulag, aber doch immer noch meine 35.000. Steuern auf Caldera sind nur 50%. Kopfgeldziel identifiziert. Hab Spaß, ja? Wir sind gerade aufs Thema Steuern gekommen. Für was haben wir gequatscht? Nee, ist nicht. Das denken immer alles, dass es geil ist, als Deutscher in der Schweiz zu arbeiten. Aber du musst doch dort diese eine Gebühr zahlen. Ja, da gibt's doch diese eine Gebühr. Weil alle sagen immer, ja, in der Schweiz arbeiten, aber in Deutschland wohnen. Ist immer richtig geil. Aber da gibt's doch diese eine Gebühr, die man da zahlen muss. Oder nicht? Oder bin ich jetzt bin ich lost? Also du musst doch irgendwie das Aufpreis zahlen oder so. Irgendwas sowas war da doch. Hä? Hä, ist in deiner Kiste? Weil da unten hat einer den benutzten PC, da unten. Oder? Hä? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Bin ich dumm? Da wurde doch. Der rote Punkt war doch hier gerade. Oder hat er sich selber getötet mit dem PC? Hat er sich selber getötet mit dem Prezi? Also, okay, scheiß drauf. Ich glaube, er hat sich wirklich selber getötet mit dem Prezi. Warum auch immer man das machen müsste. War, glaube ich, nicht so schlau. Ay, Satan's. Ah! GG's.